Yo Leute, Chef Strobel hier wieder am Start. Heute mit dem Arena 8 Deck Guide. Arena 8, könnt ihr da mal schauen, ist die Frozen Peak Arena, also der, ich glaube, der gefrorene Gipfel auf Deutsch. In dieser Arena sind enthalten der Eisgeist, der Eiskolum, der Klonzauber und der Bowler und der Lumberjack. Ich habe ja gesagt, ich mache die erste Serie erstmal ohne legendäre Karten, deswegen konzentrieren wir uns hier auf diese vier Karten: Eisgeist, Eiskolum, Klon und Bowler. Das ist das Deck, was ich mir jetzt überlegt habe. Wir schauen gleich mal im ersten Spiel, ob das hinhaut. Und dann würde ich sagen, jumpen wir in das erste Game. So, springen wir ins erste Game. Gegen den lieben Woody. So, fangen wir einfach mal mit dem Ofen an. Zum Beispiel das Musketier. Ziemlich stark. Kommen wir mit dem Musketier entgegen. Oh, ein Rambok. Hier in den Bowler hin. Starker Poison Spear vom Gegner. Habt ihr damit alles abgeräumt? Ja, okay. Alles damit abgeräumt bekommen. Setzen wir erstmal den Giant ganz nach hinten, dass wir uns einen Pusher erstmal aufbauen können. Oh, da kommt der Schweinereiter und der Eisgolem. Sollte so verteidigt werden, sollte hoffentlich klappen. Der Schweinereiter gibt trotzdem zu viele Hits raus, ehrlich gesagt. So, da kommen wir zu einem Split Push. Oh, er hat auch noch den Mini Packer dabei. Kriegen wir trotzdem noch einen Hit an seinem Turm? Ja, das sollten wir hinbekommen. Oh, sogar zwei Hits, perfekt. Gut, damit haben wir schon mal mehr Damage als der Gegner gemacht. Da setzen wir den nächsten Ofen. So, also ihr merkt schon, das Deck, wie das ausgelegt ist, mal drei Tanks, den Eisgolem, den Bowler und den Riesen. Der Bowler ist halt extrem stark gegen die Barbaren. Und jetzt auch die neue Karte, die rauskommt, die Kobold Gang, die aber auch theoretisch, glaube ich, erst ab der Jungle Arena freigeschaltet ist. Von daher werdet ihr nicht allzu viel Probleme mit dieser Karte hier bekommen, außer es sind halt Leute, die sich echt droppen lassen, aber ja, wird man ja dann sehen. Zack, zack, Eisgeist hinterher. Oh, starke Defense vom Gegner. So, die Folge, kommen wir da durch. Ja, starker Poison Spell. Oh, eine Kanone killt halt alles. So, sind wir jetzt da durch? Oh, der Mini-Packer kriegt keinen Hit mehr. Da haben wir zwei Bowler am Start, noch einen Riesen. Hohoho. Ja, also das sollte rein theoretisch durch sein. Dann kommt unser Rambok für die Defensive. Jetzt hier nochmal das und das und das. Jo, dann ist das durch. Well played. So, das wäre aber das erste Deck, was ich euch empfehlen würde. Ein Bowler Riesendeck mit dem Ice Golem. Mal drei Tanks, die man relativ gut einsetzen kann, auch in der Defensive wie in der Offensive. Dann würde ich gleich sagen, wir spielen gleich ins zweite Game, wenn ich euch das Deck vorgestellt habe. So, das zweite Deck ist ein Schweinereiter-Deck mit dem Eisgolem oder mit der Valkyrie, also Hovamu, Hawkrider, Valkyrie und Musketier. Also seht ihr, das wurde damals sehr oft gespielt, ist mittlerweile nicht mehr so ganz in der Meta. Aber Eisgolem und Valkyrie können es halt immer gut tanken und wir haben da eigentlich eine ganz gute Rotation drin. Wollen wir mal schauen, ob das unseren Gegnern die Knie bezwingt. Bringen wir in das Game. Klar, starten wir einfach standardgemäß mit dem Ofen. Perfekt. So, da kommt der Ritter, das ist ein ganz guter Konter dagegen. Lass mal den Mini-Packer ein.
Oh, ein Lightning, sehr starker Lightning von ihm. Die Valkyrie noch davor. Aber den Schreiner hat er noch dazu. Jetzt tankt die Valkyrie. Oh, das wäre die Kanone. Und jetzt tankt nicht mehr die Valkyrie, sondern der Schweinereiter. Das ist nicht gut. Ah, gut, ein Hit, immerhin. Das kann sich doch noch mal sehen lassen. Oh, da kommt der Ritter. Das hier. Eisgolem. So, sehr schöne Verteidigung. Jetzt ist direkt der Ofen geplaced. Oh, noch ein Sepp. Sehr starker Sepp. Okay, Lightning und Sepp ist natürlich extrem gut gegen uns. Müssen wir echt mal schauen, wie wir das spielen. Müsste auf jeden Fall, ja, mit dem Ofen Damage wegchippen, wenn euch das gelingt. Überhaupt. So, schöner Mini-Packer. Oh, er hat noch die Minions. Kommt da der? Ja. Oh. So, Eisgeist hier hin. Oh, der wurde fail platziert. Oh, fail Placement vom Eisgeist. Oh, wobei, er trifft den Ritter perfekt und der Schweinereiter ist durch für zwei Hits. Oh, für zwei Hits perfekt. Komm mal, der Furnace hin. Oh, hat auch einen Schweinereiter. Schweinereiter Lightning, krass. Sie hat den schon ready. Den Lightning. Auch nochmal ein Zap. Reicht das? Ne, das reicht gar nicht. Zack, zack. Zack, zack. So, da kommt auf jeden Fall eine ganz geile Wand auf den Gegner zu. Der aber da irgendwie doch nicht durchkommt gescheit. Keine Ahnung wieso. Ja, die Kanone ist zu stark in der Defensive auf jeden Fall. Oh, wie kommen wir da durch, ist die Frage. Ja, der Eisgeist ist auch richtig gut in der Verteidigung eingesetzt. Ja, der Lightning macht da auch seine Arbeit. Eisgeist. Kommt der? Ne, das klappt ja nicht. Da kommen wir nicht durch. Da komme ich nicht durch, das ist ja krank. Ich dachte, jetzt gibt es den Lightning. Kriegt der Mini-Packer? Oh, da kommt der Lightning, aber. Ja, das ist einfach zu krass. Dieser Lightning nimmt mich komplett aus dem Spiel. Und wir kommen einfach nicht an den Turm. Müssen wir mal jetzt schauen, was wir da machen dagegen. Ja, dem Eisgeist auf der anderen Seite rentiert sich das. Naja, gut. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal sein Kollege gesetzt, aber der kam jetzt irgendwie nicht. Oder kommt jetzt der Lightning? Zack, zack. Alles gut dann dazu. Das ist einfach zu gut verteidigt. Das ist echt zu gut verteidigt. Zap. Oh, schöner Zap. Jetzt kommt noch ein Hit. Oh, schade. Gut, aber ihr merkt schon wieder, wie wir Damage machen. Also, das Game ist echt intensiv. Cycelt jetzt hier die Lightnings durch. So, jetzt sind wir jetzt nochmal im Zug. Kommen wir da durch, ist die Frage. Zap. So, jetzt noch die Frage, kriegen wir einen Hit am Turm? Ja, Wellplay an den Gegner. Alter, das war richtig ein richtig intensives Game. Also, das hat der Woody richtig gut gespielt. Also, aber ihr merkt, wie das Deck aufgebaut ist.
Auf jeden Fall viel durchcyceln, aber auf jeden Fall ein starkes Deck, auch ein starkes Deck an Woody und stark gespielt. Kommen wir zum letzten Deck. Mal schauen, ob das hinhaut. Giant Skeleton mit dem Klonzauber und dem Koboldfass. Jetzt wollen wir mal hinschauen, ob das hinhaut. Springen die in das letzte Spiel, hoffentlich. Ich habe das Deck so ein bisschen gesehen, abgewandelt mit dem Inferno-Turm. Ihr wisst, ich bin kein Freund des Inferno-Turms, deswegen haben wir das jetzt, werden wir das jetzt so spielen. Okay, er spielt eine Elixierpumpe. Das Problem ist, dass das Giant Skeleton immer sofort eine Einheit angreift. Aber ich habe da einen Plan mit dem Schweinereiter. Oh, bitte haut das hin. Klon. Und das Giant Skeleton ist am Turm, oder? Reicht die Bombe bis zum Turm, ist die Frage. Nein, sie reicht nicht bis zum Turm. Well played. Oh, und er spielt einen Lava-Hund. Er spielt einen Lava-Hund. Eigentlich haben wir, muss ich auch meine Leuten sagen, eigentlich haben wir vor der Serie gesagt, wir setzen hier keine legendäre Karten. Keine legendäre Karten. Oh, das sieht jetzt gar nicht gut aus. Das Giant Skeleton ist auch durch, aber ja, der Gegner hat auch ein paar Bomben gedroppt. Ich weiß nicht, geht jetzt der Negadaka den Turm, ja, so wie es aussieht schon. Da habe ich jetzt aber einen Plan. Oh, krasser Sepp. Krasser Sepp war das. Nicht gut, gar nicht gut. Aber ihr versteht schon das Deck. Also das Deck ist echt gut. Das Problem ist halt, dass er jetzt echt eine legendäre Karte spielt. Das ist halt für uns schlecht. Jetzt haben wir auch nur eine Verteidigung gegen die Legi-Karte. Und mal schauen, machen wir mal Instant-Druck. Kommt auch schon sein Ballon. Und der nächste Lava-Hund. Ja, das ist so ein Lava-Hund-Cycle-Deck, oder was? Durch die Bombe stirbt jetzt auch alles. Müssen wir das Musketier mal klonen. Selbst. Ja, das ist dann RIP. Das ist dann RIP, aber ich würde das Deck trotzdem mit reinnehmen. Also ihr seht, wie gut das eigentlich ist. Jetzt hauptsächlich gegen Lava-Hund-Ballon ist es natürlich schlecht. Klar, das habt ihr jetzt gesehen, da wurde ich jetzt auch gefreecrowned. Weil wenn ihr jetzt nicht gegen einen Lava-Hund-Balloon unbedingt spielt, ich sag, wie gesagt, jedes Deck ist konterbar, jedes Deck hat seine Schwächen. Da ist die Schwäche, die ihr gerade gesehen habt, ist vielleicht auch mal ganz gut zu sehen. Ich lasse das jetzt drin, weil mir gefällt das Deck eigentlich. Weil ihr könnt den Lava-Hund, den Lava-Hund, ihr könnt das Koboldfass mit den Giant Skeleton mal klonen, ihr könnt den Schweinereiter klonen, ihr könnt den Sepp irgendwie rausbaiten. Also das sind eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr könnt was lernen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video für Arena 9. Haut rein, Jungs.